Und damit ein Ayo, was geht ab, Freunde, Alke am Start für euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Folge 4 müssten wir jetzt sein zu Let's Play Borderlands. Das letzte Mal stehen geblieben, weiter geht's. Wir können jetzt in die nächste Mission rein. Wir sind Level 18, kurz vor 19. Und wir gehen rein. Headstone, mein, um ja eine weitere Story-Mission zu erledigen. Wir haben alle bis jetzt verfügbaren Nebenmissionen gemacht und gemeistert, meine Freunde. Auf jeden Fall auf entspannter Basis und jetzt geht's weiter. Ich bin, glaube ich, der Meinung. Also man sieht schon hier, wir schreddern uns hier wirklich gefühlt durch die Gegner. Also der. Das höhere Level macht sich auf jeden Fall hier bezahlt. So. Würde ich sagen, tun wir hier so viele es geht mal mitnehmen. Warte, dann schiebe ich mir kurz noch statt einen Raketenwerfer die Sniper. So. Das ist eine Waffe, die hat, warte mal, die hat 48. Cool, Digga. Ja, 39, die hat 48 jetzt. Ja, den Schadensboost, den merkt man auf jeden Fall ein bisschen. Ja, ist jetzt nicht so wild. Leider nicht so krass gute Waffen. Alles klar. So. So. Oder so. So. Oh. So, bin gespannt. So. Alter, Pistolen. Tschüss! Was ist das für ein Revolver, Digga? Warte mal. Das war austauschen den Hasen hier, Alter. Das ist eine automatische Pistole, die hat 35. Das sind aber keine automatischen. Das sind keine automatischen, das ist ein Einzelschuss. Die ist halt automatisch. Der hat zwar jetzt, sag ich mal, nur 35, aber die ist Vollauto. Weil die Feuerrate, die macht's halt, ne? Digga. Der Alte ist schon eine kleine Sadistin. Das feier ich. So. Nochmal eine Waffenbox. 85, 40. Er hat aber nur 48. Das hat 85, also mehr Dingens. Warte, kann ich irgendwas austauschen dagegen? Was ist kein Sinn? Warte mal, 35, 45. Digga, warum? Warte mal. Warte mal, warte mal. Warum zocke ich mit der, Digga, wenn ich hier eine bessere MP hab? Ist ja viel krasser, Digga. Guck das mal an. Lass mal kurz die testen. Wo ist die Waffe? Okay, die braucht ein größeres Magazin. Wir brauchen ein größeres Magazin, dann wäre sie gut.
Die Sniper ist krass, die hat 151, die ist extrem heftig. Das ist bis jetzt so, was Schüsse angeht. Ist die Sniper bis jetzt die stärkste Waffe. Scheiße, Digga. Ich muss kurz auf Seite. Guck mal, das sind nochmal Waffen. Was ist hier drin? Ne MP mit 54. Warte, ich habe eine MP, die hat 45, Digga. Her damit. Ne MP mit 54 Schuss. Das ist ja dieses Jahr noch stärker als der fucking AR, Alter. So. Ja, ey, ja, muss ich hier nicht, das ja, warte. Da kommt der Hunde. Da ist noch einer. Mal kurz hier aufgeräumt. So. Tschüss, die BMP ist crazy. Let's go, Level 19. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. So, warte mal. Was machen wir als nächstes? Was ist das? Was machen wir voll? Machen wir Schildkapazität voll. Ey, Digga, warum habe ich 2 bekommen? Tschüss. Warte mal. Ah, der Bruder ist da drin. In dem Raum, okay. Wo ist der Cousin? Euch das Zeug an. 110. Alter Finne! Mit Gurkensalat! Digga, das ist ja crazy. Die Step ist ja nochmal eine ganze Ecke stärker. Aber die war schon krass, Digga. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage wird die jetzt machen. Das Ding ist, ne, du findest, das ist das Geile an Borderlands. Das ist, es gibt so viele verschiedene Waffen und von den Waffen, Waffenvariationen. Das ist wie in Advanced Warfare, Alter. Also irgendwie von einer Waffe irgendwie 20 Varianten, 100 Varianten, mehr sogar. Und die eine ist besser, die andere ist stärker, dafür ist so eine, die noch besser ist und so weiter. Das ist schon extrem cool. Gucken wir uns ein bisschen um. Ich weiß, dass ich da hinten weiter muss, aber. Guck mal, ist eine Box, ist nochmal eine Waffe. Das sind nochmal Waffen. Wenn ihr die nicht ansatzweise so gut wie die Sniper jetzt. Warte mal, wie viel hat die? 278. Das eine ist, glaube ich, Feuerrate, das andere ist, glaube ich, Präzision, ne? 98%, 74, 85, ja, ist alles gut, Digga. 6,9 Schüsse, 6,4 Schüsse pro Sekunde. Wo geht's hier rein? Wo ist hier der Eingang? Wo ist hier der Eingang, Habibi? Ich glaube, hier rechts. Warte, ich nehme kurz ein Stück. Digga. Also ich bin gerade so überpowered, der eine Typ kann sich echt warm anziehen, Alter. Der Bruder kann sich echt warm anziehen, der wird richtig... Warte mal. Ah, ich muss so... Okay, jetzt verstehe ich es, warum nicht. Ich muss einmal einen Kreis machen.
Kein Problem, gerne. Wir haben auf jeden Fall immer noch gut über 940.000. So. Kritische Treffer. Nice. Digga, wie die Gegner platzen bei der Sniper, ne? Die platzen richtig. Nee, meine ist stärker. Okay. Alles klar. Ja, die Waffe ist so krank. Jetzt hätte ich noch gerne ein Sturmgewehr, Digga, was auch den Schaden ausgleicht. Weil hier, ich sag dir ehrlich, Bro. Okay. 48 Damage ist jetzt nicht so die Welt. Sei ich ehrlich. Also die macht schon Schaden, so, so ist es nicht. Aber so 60 oder 70 für ein Sturmgewehr wäre schon ordentlicher. Sei ich dir ehrlich. Ich hoffe, dass wir da bald was Besseres finden. Scheiße. So, warte mal. So. Die Sniper ist pervers, Alter. Also gut, für dieses Level so, ne, die ist pervers. Kiste, was ist hier drin? Nee, nee. Also vergleichst du hier, ist es, die stinkt komplett ab. So. Oh, mein Ohr. Warte mal. Okay, Headset Akku G ist es noch okay. Aber ich muss es dann. Sniper-Munition, okay, perfekt. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit, du wirst es nicht bereuen. Erfordert, Team-Nahkampf-Shells, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. So. Das ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Na, wo geht's, junge Rinder? Sledge. Das bringt nix. Ja,
Vorbei. So. Was ist hier drin? Du weißt sicher gern, was das ist. Ich sagte ja, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Cool. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Warte mal kurz. Wie voll, Digga? Mit was ist denn das Inventar voll? So, verstehe. Muss er das auswählen? Jetzt können wir es tragen. Das ist eine Shotgun. Kann man tauschen. Die Kompanie 3. Starborn Brigade. Ich wurde über ihre Ankunft auf Pandora und ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber, dass sie umgehend begonnen haben, die Einheimischen zu töten. Dieser Planet untersteht der Atlas Corporation und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitz eines solchen Artefakts zieht hohe Strafen nach sich. Ich fordere Sie auf, sich am nächsten Lands Außenposten zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben. Betrachten Sie dies als erste und letzte Warnung. Ja, du kannst mir dicker lutschen, weißt du das? Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln hat? So. Sind wir geheilt und ab geht irgendwie wieder zurück. Ab geht, ab geht. Oh Mann, ey. So. Wir flitzen da hindurch, Junge. Let's go, perfekt. Abreise aus Firestone. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach. Du hast einen Class-Mod erhalten. Class-Mods sind speziell gestellt, die für große Brandbreite an Charakter positiv ein. Wo? Okay. Da wird irgendwas gemacht. Team Schicker wird. Ah, okay, das sind diese Class-Mods, okay. Na gut. Kann man mal mitnehmen, ne? Kann man mal mitnehmen. Ah, guck mal, sind das hier die DLCs? Oder? Ne, Jacob's Cove, oder? Underdome, T-Bone, ich weiß, sind das die DLCs? Kann gut sein, Digga. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Mit Claptrap gesprochen, Ernest gefunden, okay. Das sollte reichen. In der Bruce McLean.
So, die nehme ich mal mit. Junge, wie ich das aufregt, diese Scheiße. Ich sag's jedes Mal, aber es geht irgendwie nicht weg. Keine Ahnung, wie ich das lösen kann. So. Tschüss, Junge. Na bitte, bitte, bitte. Abiete, abiete. Du glaubst auch, dass es die Kammer gibt? Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, na, Kleppi, wenn du einen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Und ich aktiviere gerade. Okay. Habibi. So ein Spaß, Digga, ich feiere den. So, Dahl Headland. Okay, krass. Crazy, guck mal, das ist die Karte. Ist schon recht ordentlich. Von der Größe her. So. Welche Mission brauch ich eigentlich für die? Level 18, okay, ja gut, ist okay. Junge, ich versteh's nicht. Warte, brauch ich gar nicht. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Servus, bist du der Habibi? Hallo! Ernest Whitting hat eine neue Mission. Bist du interessiert? Nehmen wir beide mal mit. Ja, wir haben schon einige Missions jetzt. Glück gehabt. Lucky gerettet, bei Dieben getötet. Lass mal. Großwildjäger. Oh, Level 20 brauchen wir dafür. Was war die Mann? Lass mal die Mann, warte mal. Ah ne, die ist wieder, die muss wieder zurück. Und die hier? Okay, die geht schon. Guck mal, das Ding ist offen. Das Ding ist offen. So. Er ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Buddy meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Digga. Psychisch kranker Wichser. Warte mal. Ja, ey, er wusste sich nicht, dass er Kelb ja Wati. Ja, nicht, dass er Kelb ja wusste sich. Guck mal, wenn es so weitergeht, Alter. Haben wir hier bald schon das nächste Level. Das geht schon gut fit.
einige coole Waffen. Schauen wir uns gleich mal an. Zwar nur Revolver leider. Alter. Okay, die Waffe ist scheiße, das kann ich dir schon mal sagen. Die kann ich. Dann die kann ich halt nicht maximal verkaufen, Alter. Weißt du was, Digga? Die werfe ich sogar weg, Digga. Das braucht kein Mensch. Warte, das werfe ich weg. So, warte mal kurz. So. Ich hab hier noch was für dich. Nice. Entkommst du nicht? Okay, ich muss sowieso die Banditen umbringen. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ja, Eiri. So, warte mal. Ach du heilige Scheiße. Digga, alles andere ist Tafnis. Da warte ich bis 22, aber die Waffe ist schon crazy. Hat keine Shot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Digga. Ja, Maniac, Alter. Alter, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Leere Sekunden sind alle weg, Digga. Ich schick mein Leben. Als ob, Digga, so weit nach hinten. Die sind aber nicht wieder gespawnt, das ist gut. Ja, 57 ist aber auch nicht so viel, Bro. Das ist schon viel, aber. Den nehme ich lieber sowas mit, hab ein bisschen weniger Damage. Aber die schießt wenigstens auch mehrfach, weißt du, ich meine? Ist einmal doppelt, das bringt mir halt nichts. Ja, ey, hier muss ich nicht so warten. Yes. 28, nehmen wir das besser. Was meine hat halt Feuerschaden. SMG-Schaden. Warte mal kurz. %24 SMG-Schaden. Kurzer Geschwindigkeit, ja perfekt, Alter. Ja geil, Junge. Ja geil, Omatico. So. Okay. Was geht ab? 2400. Was? Aktivierung der Schnellreise. Geile Scheiße. Ich geb's nur ungern zu, aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere. Vielleicht hast du Verwendung für ihn. Bis ich ihm den Hals umdrehe. So. Ist ein anderer Ausgang zum Rausgehen? Ja, hier in die Tür. Teleporter.
Brauchen wir jetzt nicht. Guck mal, wir sind fast Level 20. Wir sind fast Level 20, wir sind fast Level 20. Das passt schon. So. Wann nenne ich diese Krebsviecher wohl? Level 18. Haben wir eine Eiri. Ich bin fast 20. Das ist ein Mary-Szenario, warte mal. Da habe ich noch nicht verfügbar, okay. So. Perfekt. Yes, Level 20 erreicht. Ding, Experte. Ein Erfolg bekommen, geil. Ah ja, sogar Achievements gibt's auf Steam. Bin lange. Okay, nice. Gehen wir mal den Hauptschalter aktivieren. Ey, wir haben schon 14 Uhr jetzt. Ich glaube, ich mache mir nachher eine Shisha, Alter. Ich habe so lange keinen Kopf mehr geraucht. Bisschen Shisha rauchen. Vielleicht einen Podcast Musik hören, auf Terrasse chillen. Ich hoffe nur, dass diese scheiß Wespen nicht kommen, Digga. Ich werde diese Wespen. Ich hasse Wespen über alles, Alter. Immer wenn ich draußen rauche, kommen die zu mir, Digga. Jedes Mal. Nice. Pandora Schnellreißsystem ist jetzt online. Dieses System ermöglicht dir Schnellreisen zwischen allen zuvor besuchten New-U-Stationen. Um dieses System zu nutzen, begib dich zur nächsten New-U-Station Schnellreise. Ah, cool. Also, New You ist dieses, diese Respawn. Ne, nö. Ich sagte, es gibt wenige gute Sturmgewehre. Was? Wie bin ich gestorben? Also warte mal, hier ist eine New-U-Station, ne? Ja, was ist? Kannst du losgehen? Das ist doch hier eine. Ich kann ja nichts drücken. Ja gut. Ist auch egal. So. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Scheiße abliefern. Cool, also wir haben einige. Guck mal, wie viele Missionen wir zu machen haben. Warte, was ist jetzt hier? Diese, ne? Gucken, ob's. Wo ist hier so eine New You? Wo ist diese Schwanz-U-Station? Ist diese hier? Ah, guck mal, okay. Ja, diese anderen Sachen, wo ich mir dachte, hier zum Beispiel Jacobs kaufen und so, das sind DLCs, Alter. Hier, die hier, das sind alles DLCs. Das sind die DLCs, die 4 Stück. Okay, cool. Cool.
Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Warum muss ich 8 von den Hurensohn erledigen? Ja, okay, das Gute ist, ich spawn halt immer wieder neu. Warum zählt das nicht? Digga. Drei. Also lass mich kurz heilen. Mein Gott, du Hurensohn. Vier. Wo ist der Hurensohn? Wo ist dieser Eiri? Meine Fresse. Was willst du? Komm mal. Ja, ey, Eri. Boah, lass mal kurz hier den Wagen heilen, Alter. Warte, hab ich schon hier. Ah, ich kann dich auswählen. Na komm, gib mal hier rüber. Ja, wo sind die Kinder hier, ne? Wo sind die? Ja, ey, Junge! Was ist los, ja? So. Oh, er hat dich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen? Banditen hin oder her, das waren astreine Flitzer. Straßenkrieger, Bandite, da. Okay. Na gut. Wir haben 39 Minuten, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir noch ein paar Missions machen? Okay, das ist Mad Mel. Ich kenne ihn. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verscherbelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Was genau ist das jetzt? Was ist das hier? Mad Mel getötet, mit Claptrap gesprochen. Oh nein! Mann!
meiner Zickzack. Oh mein Gott. Oh, mein Ess ist vorbei, Digga. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Könnte klappen. Nein, scheiße, Mann, ich hätte es fast geschafft. Hätte es fast geschafft, Scheißdreck. Schwer. Warte, gib mir erstmal die Heilung, ja, Selimir. Warte mal kurz. 34, ne, passt schon. Na, verfickte Kacke, Mann. Verfickte, nein. Wo ist hier für Autos? So, nochmal. Nochmal. Jetzt fast geschafft, Alter. Ich komme mit der Störung des Fahrzeugs gar nicht klar. Ich wollte doch gerade raus, Junge. Lan, was ist das, Alter? Alter, hast du meinen Bock zu verrecken, Mann? Ach, Digga, mich regt es auf, ich schwör bei Gott. Walla, es ist langsam ich nicht mehr lustig, Digga. Sorry, da musste sein. Ja, hast du Akai, Digga, keinen Bock zu sterben, ne? Was ist das denn so? Kein Bock zu sterben! Ja, du Hurensohn, deine fette Hurenmutter habe ich gefickt, du Bastard, Alter. Oh mein Gott. Toll, warte. Scheiße, that's it. Ich hätte es jetzt so lange probiert, bis ich es schaffe. Halleluja, es ist halt richtig ätzend, Alter, von der Störung her. Oh, was ist das denn jetzt? Ah, no chance, Bro. Ja, der wird wieder nicht sterben, Digga. Ja, der wird nicht sterben, Bro. Er wird nicht sterben, Bro. Oh Mann, mich regt das auf, Digga. Ich verliere so viel. Ja gut, egal, kann ich mir sowieso wieder neu machen. Das ist kein Problem. Tschüss, Alter. Es ist halt maximal ätzend, Digga.
Ja, die Karte macht halt so wenig Damage. Und die will halt nicht aussteigen, Mann. Die dumme Schlampe will halt auch nicht aussteigen. Ja, Bro, und wen soll ich jetzt umbringen? Es ist maximal behindert. Es ist maximal behindert gerade. Es ist maximal dumm, die Scheiße. Maximal dumm. Das Auto bringt gar nichts. Das Auto bringt nichts. Bringt ein scheiß Raketenwerfer mehr, Digga. Ja, okay, du Hurensohn. Ich kann nicht treffen, Mann. Komm schon. Lass schneller nach. Let's go, jetzt hab's geschafft. Nummer Hurensohn, Alter. Na, wer sagt's denn? Merkmal ist nicht mehr. Gott sei seiner verdammten Seele gnädig. Ich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ew, mich das nervt. Ich kann mal persönlich kennenlernen. So, jetzt kann ich eigentlich meine Karre nehmen. Alter, war das ätzend. Was ist das denn? Das war gerade richtig ätzend. Los, wir mutzen eine Karre auf. Besorgen wir uns eine Karre. Ich fick doch eure aller Karren, Alter, ja. Itch-Gesichter. So. Geht, Clappy. Ich habe die Bestätigung, dass MacMill tot ist. Alle Claptraps werden aufatmen. Warte bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Let's go. New Haven also, ne? Korrekt, korrekt. Ist das eine komplett neue Map? Kein zu. Scheint zu. Ich melde mich, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Helena Pierce. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flynns Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats. Und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie. 10.000 Punkte, Alter. Tschüss. Energie für New Haven. So. Warte mal. Ich frag mich, wo ich die goldenen Schlüssel bekomme, Digga. Das ist schon nicht schlecht. Komm nur rein und zieh dich um. Ich weiß, der Glaube an das Unwahrscheinliche gibt uns Hoffnung. Aber wenn die Kamera existieren würde, hätte man sie längst gefunden. So. Ja, schon gut. Oh Mann, okay. Wenn Sie finden, in Ihre Waffe passt nicht genug Munition, dann hat SOS die Lösung. Mehr Kugeln! Alle SOS-Waffen haben überrasche Magazine. So, das haben wir. Jetzt haben wir einfach mal alle Missionen mal angenommen. Können wir die in der nächsten Folge dann mal alle abarbeiten?
Ich verstehe nicht. Ich will jetzt, glaube ich, dieses ganze Let's Play gegenüber nicht verstehen. Okay, ja, gut, wir machen kurz mal noch die Stromversorgung ready. Sollte nicht allzu lang dauern. Na toll. Sehr interessant. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Mhm. So, noch zwei. Auf ganz entspannt. Alle können da. Kann ich hier hoch? Ach nee, Digga, komm. So. Und das letzte. Also wird es funktionieren. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hm, was kann ich für dich tun? So. Ja, pass auf dich auf. Okay. Scooter lässt dir ausrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Da macht er im Stab raus. Ist übel da draußen, was? Tja, mach's gut. Okay, warte mal. Die Suche nach Tennis. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal ein Cut. Wir sind jetzt Level 20, kurz zu 21. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Heute mal ein bisschen kürzer. Als wäre es Let's Play. Das gute alte Borderlands. Aber es Rage hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann. Bis dann, checkt die Beats und Fische Zwiebeln. Und haut rein.